Alistair, du musst dich gleich vor mir knien. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Age Origins und wir sind noch im Lager. Das, was ich als nächstes gerne machen möchte, wäre die Quest mit dem Soldatengipfel, die wir von Levi bekommen haben, der hier gestanden hat, der seinen Namen wiederhergestellt bekommen möchte. Aber vorher würde ich vielleicht ganz gerne mal mit allen reden. Weiß ich nicht, möchte ich das? Jetzt so auf Diplomatie habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust. Wir könnten natürlich wieder Geschenke verteilen, ne? Oh, warte mal, wir haben im Inventar... Wo war es denn? Splitter. Nein. Wo war das denn? Wir haben das Amulett von Alistairs Mutter. Dieses Silbersymbol von Andrastes Flamme ist voller Risse, jedoch mit sehr viel Geduld muss das zerbrochene Stück wieder zusammengesetzt haben. Jemand mit sehr viel Geduld. Geschenke können einem Händler verkauft werden oder blablabla. Es ist zerbrochen gewesen. Alistair hat uns erzählt, dass er es gegen die Wand geschleudert hat und es in ganz viele Teile zerbrochen ist. Und er hat sich da im Nachhinein sehr drüber geärgert, hat er wohl als junger Mann bzw. als Kind noch gemacht. Also hat es jemand zusammengesetzt. Womöglich Aal Eamon, ich weiß es nicht. Das würde ich natürlich jetzt liebend gerne. Wir stehen auch direkt vor ihm. Ich gebe ihm das einfach mal. Also wir stehen jetzt gerade noch neutral. Naja gut, zugetan. Haben aber auch schon wieder einige Minuspunkte bei Alistair gesammelt. Ganz ehrlich, wir werden ihm das Amulett auf jeden Fall von seiner Mutter schenken. Schauen wir mal, was passiert. Ist das Amulett meiner Mutter? Das muss es sein. Aber warum ist es nicht zerbrochen? Wo habt ihr es gefunden? Irgendwo auf der Straße. Das Amulett eurer Mutter, ist ja sicher. Die Dinger kosten im Dutzend eine Kupfermünze. Boah, warum kann man so gemeine Sachen sagen? Ich habe es auf Schloss Radcliffe gefunden im Studierzimmer. Oh, das Studierzimmer des Aals? Dann muss er das Amulett gefunden haben, nachdem ich es gegen die Wand geschleudert hatte. Es repariert und aufbewahrt haben. Mhm. Ich verstehe nicht, warum hat er das getan? Ich weiß nicht, aber es geht euch. Vielleicht wollt ihr es euch zurückgeben. Vielleicht bedeutet ihr ihm mehr, als ihr glaubt. Ein Danke wäre angebracht. Vielleicht bedeutet ihr ihm mehr, als ihr glaubt. Ihr könntet recht haben. Wir haben nie viel miteinander geredet und als ich dann fortging... Danke. Wirklich. Ich dachte, ich hätte es wegen meiner Dummheit endgültig verloren. Ich muss mit ihm darüber reden, falls er wieder gesund wird. Sobald er wieder gesund ist. Ich wünschte, ich hätte es schon vor langer Zeit wiederbekommen. Hm. Euch ist eingefallen, dass ich es schon einmal erwähnt habe? Wow. Normalerweise hören die Leute nie zu, wenn ich etwas erzähle. Oh, das ist so, Entschuldigung, eigentlich ist das traurig. Bitte? Habt ihr was gesagt? Das ist... Machen wir nicht mehr daraus, als es ist. Ach, ganz ehrlich, natürlich ist es mir eingefallen. Ihr bedeutet mir etwas. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr bedeutet mir auch etwas. Nochmals danke. Cool. Alistair stimmt zu. 12. Hey, ein bisschen mehr Dankbarkeit bitte, ja? Wir können natürlich jetzt noch mehr schenken. Das Fiese ist, dass man den Geschenken das nicht immer alles ansieht. Wollen wir mal Morrigan einmal... Also das ist jetzt das letzte Gespräch. Keine Angst. Wir gehen dann gleich weiter. Ich will jetzt mich hier nicht Ewigkeiten im Lager aufhalten. Das können wir irgendwann ein anderen Mal machen. Hatte ich nicht auch irgendwas, was Morrigan gefallen könnte? Das waren die Runen. Hier. War das das hier? Oh ja, das schwarze Zauberbuch. Ein schweres Zauberbuch in schwarzes Leder gebunden. Vielleicht aus Menschenhaut? Oh, wer weiß. Morrigan würde bestimmt gerne einen Blick darauf werfen. Ich könnte ihr das auch so geben, aber ich renne trotzdem schon mal in ihre Richtung, damit das nicht ganz so merkwürdig ist. Morrigan, meine liebste Freundin, ich hab was für dich. Schauen wir mal, ob sie uns wirklich dankbar ist. Wir könnten auch noch mal gucken, ob wir alle ausrüsten können. Aber erstmal geben wir Morrigan das schwarze Buch.
Oh, Moment. -12, sie ist neutral. Schwarzes Zauberbuch, bitteschön. Was? Ihr habt das Zauberbuch von Flemeth gefunden? Seit wir wissen, in welchem Zustand der Turm der Magier ist, habe ich mich stets gefragt, ob es sich wieder beschaffen lässt. Aber euch nie darauf angesprochen. Was für ein Glück, dass ihr es selbst gefunden habt. Ich danke euch sehr und werde umgehend mit dem Studium des Buches beginnen. Gern geschehen. Was hofft ihr darin zu finden? Werdet ihr es eurer Mutter zurückgeben? Ach komm, einfach gern geschehen. Sie weiß, sie soll es studieren. Vielleicht findet sie etwas, was ihr selber helfen kann. Gern geschehen. Ich lasse die Gelegenheit nicht verstreichen, mehr zu erfahren, als Flemeth mir mitteilen wollte. Das wird sicher interessant. Wieso ist es das Tagebuch? Oh, +12. Ist es das Tagebuch ihrer Mutter? Damit sie es gegen ihre Mutter benutzen kann? Ach, ich werde die nicht verstehen. Ich weiß nicht. Gut, wir könnten natürlich nochmal jeden Einzelnen jetzt ansprechen. Mit Wynn hatten wir zum Beispiel noch nicht gesprochen. Und da steht, wer ist er denn hier? Gesandter Peter? Okay, wer bist du? Wer ist er? Der Zirkel der Magie ist bereit, euch zu unterstützen, grauer Wächter. Ebenso wie die Templer der Kirche. Ah, werden sie zusammenarbeiten? Was soll er sagen? Er scheint ein Besänftigter zu sein, ne? Okay, benötigt ihr noch etwas? Es gibt immer Bereiche, die sich noch verbessern lassen, grauer Wächter. Für meine Talente wären Runen am nützlichsten. Schön, wenn man Bauarbeiten im Hintergrund hat. Ich bitte, dies zu entschuldigen. Runen könnte er gebrauchen. Okay, Runen haben wir schon einige, könnten die aber auch selber eventuell gebrauchen. Bevor ich jetzt wieder was kaufe und verkaufe, würde ich fast sagen, oh, entschuldigt bitte. Das hört man garantiert im Hintergrund. Da werden wieder Löcher irgendwo gebohrt. Super. Ach ja. Bollwerk des wahren Königs. Okay. Wir tragen momentan das Schild von Hayeva. Geschossablenkung 6, Angriff, Konsti, Verteidigung. Ich würde fast sagen. Okay, nice. Und dann geben wir Alistair das Schild von Hayeva. Ich würde sagen, ja. Wobei, Zauberresistenz. Oh, ich sehe gerade, Havards Aegis ist tatsächlich 4 Zauberresistenz. Geschossablenkung ist besser. Okay. Eigentlich müsste er ja unser Schild haben, weil er theoretisch jetzt der wahre König ist, oder? So, wie sieht es mit dem Helm aus? Er hat 2,1 Tarnehelm. Nee, können wir ihm nichts Besseres anbieten. Rüstung, nicht besser. Magier. Könnten wir auch Wynn geben. Es sind leichte Handschuhe. 20 Feuerschaden hat, aber Wynn hat nichts mit Feuer zu tun. Oder? Macht Wynn Feuerschaden? Wynn macht nichts mit Feuer. Arcana Bolzen. Das war, glaube ich, Morrigan, ne? Ja, gut. Gut, für Alistair können wir sonst nichts weitermachen. Nee, wir hatten auch schon mal ganz großzügig aussortiert. So, sie hat entweder Feuerpfeile. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der... Hä? Was ist denn das hier? Was habe ich denn da gemacht? Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Feuerpfeile und Brigands Boden. Und wo sind die Dolche? Die hat sie wieder abgelegt. Dann habe ich irgendwas falsch gemacht oder falsch ausgewählt. Keine Ahnung. Schnell wieder korrigieren. So, Helm. Ist ein mittelschwerer Helm. Kriegt sie nicht. Sie bleibt bei leichten Sachen. Das war es dann hiermit auch schon. Ich glaube, Gedächtnisring, ja. Eid in Niedertracht. Kreis des Suchers. Kordel des Hervorrufers. Ich glaube, damit ist Liliana schon ganz gut aufgestellt. Wynn. Könnten wir... Ja, Feuerschaden nützt bloß bei ihr nichts.
Bringt nichts. Bringt einfach nichts. Sonst habe ich nichts. Oh, Schnuffi, was haben wir denn für dich, mein kleiner Mabari-Kriegsgeschirr? Ja, definitiv. Hier, ja, auch wenn man es nicht sieht. Dann haben wir 30 Elektrizität oder Ding hat es hier. 30 körperliche Widerstandskraft. Wäre vielleicht fast noch besser, ne? Kriegt der Dinkades. Dann haben wir Morrigan. Morrigan. Konnte die nicht auch eisige Umarmung? Ne, die macht Frostwaffen. Die macht auch keinen Feuerschaden. Oder wir müssten würden tatsächlich nochmal auf Feuer. Hm. Okay. Wenn ich, wenn, dann würde ich Wynn, glaube ich, auch mitnehmen. Dann kriegt Wynn die Handschuhe, Punkt aus. Und dann ist gut. Da machen wir kein Vertun bei. Und dann werde ich sie eventuell immer auf Feuer skillen. Stan hat schon alles, was er braucht, glaube ich. 1,75 der Helm. Ja. Bänderrüstung hat er auch noch was Besseres. Und dann ist er ja sowieso hier auf die Waffen ausgelegt. Sehr schön. 20 Kälteresi. Das ist auf Morrigan und auf mich gemünzt. Deswegen muss ich unbedingt die Truhe haben. Also, wir könnten ihm noch das Schüleramulett geben. Hier, bevor er gar nichts trägt. So, das war's. Gut, dann würde ich sagen, Soldatengipfel. Ich hoffe, ich komme da so mal eben hin. Und die Gruppe. Ich würde schon fast sagen, meine Lieblingsgruppe. Kann auch in die Hose gehen. Ja, Schnuffi, tut mir leid. Tat. Kleiner Mann. Alistair. Ja. Und Wynn. Und wir gehen los. So, jetzt gilt es. Was ich ja ganz schlimm finde, ist, dass Lothering ausgemerzt ist. Das finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Und wir konnten nichts tun. So, wir haben hier Flemeth, Ostagar, Kokari, Wildnis. Da haben wir eine Karawane und den Brathilienwald. Da sind die Elfen. Hier haben wir Flüchtlinge. Da ist ein Schlachtfeld. Da ist Denerim, da gehen wir aber noch nicht hin. Soldaten, da ist der Soldat. Oh, da ist der Soldatengipfel. Oh. Ben Lauren. Müssten wir auch nochmal hin, ne? Weißt du was, dann machen wir das so. Wir nehmen die Flüchtlinge mit. Oder versuchen, dahin zu reisen. Das Schlachtfeld. Und versuchen dann zum Soldatengipfel zu kommen. Weil der alte Stützpunkt der Grauen Wächter wird bestimmt interessant. Es ist eine andere Reihenfolge als beim letzten Mal. Aber das steht jetzt hier außer Frage. Ich würde sagen, dann ab zu den Flüchtlingen. Das ist ein weiter Weg bis dahin. Und wir werden garantiert gleich aufgehalten werden. Das war sowas für klar. Okay, machen wir uns bereit. Denerim. Sir, ich habe Neuigkeiten. Ja. Nun, der Kampf scheint genauso abzulaufen, genug, wie ihr... Ich möchte wissen, was du erreichen willst, Vater. Sollten wir nicht gegen die dunkle Brut kämpfen, statt untereinander? Der Adel wird in seine Schranken gewiesen und dann die dunkle Brut besiegt. Das ist keine echte Verderbnis, Nora. Nur Kaelins Eitelkeit hat es dazu gemacht. Verzeihung, Sir. Aber Verderbnis oder nicht, uns fehlen die Truppen, um der dunklen Brut in Bälde zu begegnen. Kaelin hat die Orlesianer um Unterstützung ersucht, oder? Niemals! Marek und ich haben diese Bastarde vertrieben. Wir werden sie nie mehr willkommen heißen. Wir brauchen Hilfe, Vater. Allein werden wir mit der Krise nicht fertig. Ferelden wird das alleine überstehen. Unter meiner Führung, Enora. Du musst mir vertrauen. Hast du Kaelin getötet? Kaelin hat seinen Tod selbst verschuldet. Kaelin hat seinen Tod selbst verschuldet. Klar. Ich wette, der Kampf wäre anders abgelaufen,
wenn er nicht weggegangen wäre. Gut, Reisender. Hm. Und was ist denn da? Was ist das? Ist das eine Dohle? Eine Hupfdohle? Wir brauchen Hilfe. Sie haben den Wagen überfallen. Bitte helft uns. Kommt mit. Ich bring euch hin. Mhm. Entweder was Echtes oder ein Hinterhalt. Werden wir sehen. Wir können es ja vorher nicht feststellen. Also gehen wir einfach mal hin. Todeswurzelkiste. Mhm. Der graue Wächter stirbt hier! Pfeif! Du kannst gleich ausreden, Düse. Erstmal gucken, womit wir es hier zu tun haben. Nach oben komme ich so mal eben nicht. Meuchelmörder, Meuchelmörder, Meuchelmörder. Die werden sicherlich mit allem... Ach, das sind Reisende. Wusste ich noch gar nicht. Und Tellereisen kämpft auch mit. Das sehe ich gerade. Entschuldigung. Ja. Oh, Magier. Moment. Das sehe ich ja jetzt erst. Oh, festhaltender Schuss. Ich hasse es. Alles klar, pass auf. So, damit ist sie voll down. Und ich denke mir mal, Severin müssten wir uns jetzt mal eben schnappen. Der auch fast down ist. Sehr gut. So, kommen wir hier irgendwie hoch? Den anderen kriegen die auch. Kommen wir hier hoch? Nein, natürlich nicht. Da muss mal eben Liliana gleich mal eben vorlaufen, weil hier... Genau, Falle entdeckt. Danke, Süße. Aber das, da habe ich jetzt weniger dran gedacht, als an die Falle hier. Direkt vor uns. Alistair. Oh Gott. Stopp. Alle anderen halten. Ich laufe mal eben alleine vor. Eine Falle. Direkt vor uns. Wir sind noch mehr als eine Falle. Okay, hast du? Hast du? Hast du? Schneller, schneller, schneller. Ja! Nächste Falle. Und kein Halten mehr erstmal. Okay, Falle entschärft. Eine fast reingelaufen. Falle, direkt vor uns. Der Sieg ist der. Ja, ach, den Meuchelmörder haben wir noch nicht. Okay. Ah! Ah! Mal eben die anderen im Auge behalten. Okay, jetzt können wir die uns da oben holen. Ein weiterer Punkt für mich. Wie ihr wünscht. So, ich denke mir mal, das kriegen wir auch hin. Da habe ich überhaupt keine Bedenken gerade. Verzweiflung hinterlässt einen üblen Geruch. Okay. Verzweiflung hinterlässt einen üblen Geruch. Und wir leben noch. Also die Rüstungstrennung funktioniert hervorragend. Ihn jetzt erschlagen. Nein, habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch nicht gemacht, soweit ich weiß. Ihn aufwecken und mit ihm sprechen. Ach so, erstmal. Der elfische Meuchelmörder ist verwundet und bewusstlos, aber am Leben. Du kannst ihn fesseln und verhören, wenn du möchtest. Oh, was? Ich... Ich hatte gedacht, ich würde als Leiche erwachen. Oder gar nicht erwachen, was wahrscheinlicher wäre. Aber ihr habt mich noch gar nicht getötet. Als Leiche erwachen? Okay. Ich habe da einige Fragen. Das lässt sich rasch ändern. Ich möchte euch lieber zunächst ein wenig foltern. Schweigt, ihr redet nur, wenn ihr gefragt werdet. Ich habe da einige Fragen. Ah, ich soll also verhört werden. Ich könnte euch einiges an Zeit ersparen. Mein Name ist Zephyrin. Zeph für meine Freunde.
Ich gehöre zu den Krähen aus Antiva und mein Auftrag lautet, hier alle überlebenden grauen Wächter umzubringen. Woran ich kläglich gescheitert bin. Auch vernünftige Selbsteinschätzung, würde ich mal so sagen. Was mich eher froh stimmt, was sind die Krähen von Antiva? Wer hat euch angeheuert, uns zu töten? Was sind die Krähen von Antiva? Das kann ich euch sagen. Eine Organisation von Meuchelmördern aus Antiva. Ziemlich mächtig und bekannt dafür, niemals zu versagen. Es muss jemanden einiges gekostet haben, diesen Mann zu beauftragen. Sehr richtig. Ich bin überrascht, dass ihr hier noch nichts von den Krähen gehört habt. Wo ich herkomme, sind wir regelrecht berüchtigt. An der großartigen Qualität kann es nicht liegen. Wir sind regelrecht berüchtigt. Ihr seid den ganzen Weg aus Antiva gekommen. Wer hat euch angehört? Warum erzählt ihr mir das alles? Das ist alles, was ich wissen. An der großartigen Qualität kann es nicht liegen. Na toll. Das zeichnet euch aus Ferelden also aus. Ihr verhöhnt eure Gefangenen. Hm, wie grausam. Mhm. Tja, ich glaube nicht, dass du besser gewesen wärst beim Verhören. Ihr seid den ganzen Weg aus Antiva. Wer hat euch angehört, uns zu töten? Ein ziemlich schweigsamer Kerl in der Hauptstadt. Ich glaube, er hieß Loghain. Ja genau, so war's. Der weiß noch nicht mal, wie sein Auftraggeber heißt. Na. Ihr steht Loghain also loyal gegenüber. Quatsch, tut er nicht. Und es wird schon wieder gebohrt. Yay! Ihr steht Loghain also loyal gegenüber. Nein, tut er natürlich nicht. Er weiß noch nicht mal seinen Namen und hat auch sonst wenig Informationen. Ihm scheint das egal zu sein, für ihn zählt nur die Kohle. Wann solltet ihr ihn wiedersehen? Wie viel hat man euch bezahlt? Warum erzählt ihr mir das alles? Wann solltet ihr ihn wiedersehen? Gar nicht. Im Erfolgsfall wäre ich nach Hause zurückgekehrt und die Krähen hätten euren Loghain informiert. Wenn er es nicht bereits gewusst hätte. Wenn ich versagt hätte, wäre ich tot. Oder sollte es zumindest sein, soweit es die Krähen betrifft. Also kein Grund für ein Treffen mit Loghain. Es tut mir leid mit den Bohrgeräuschen im Hintergrund. Okay. Wenn ihr versagt hättet. Was soll ich sagen? Ich bin eben ein eingefleischter Optimist. Obgleich die Erfolgschancen derzeit recht gering anmuten, nicht wahr? Nein, das findet ihr vermutlich nicht lustig, oder? Naja, ich finde es lustig, dass er es lustiger findet als wir. Nein, er steht Loghain nicht. Ja, wir fragen ihn trotzdem. Ich kenne eure Zwistigkeiten nicht. Das Übliche, vermute ich. Ihr bedroht seine Machtposition, richtig? Davon abgesehen gibt es keine Loyalität. Ich wurde für eine Dienstleistung bezahlt. Und jetzt, da ihr dabei gescheitert seid? Das müssen Loghain und die Krähen miteinander ausmachen. Und dann die Krähen und ich. Okay, das ist wirklich voll der Optimist. Der freut sich voll, obwohl wahrscheinlich, ich sag mal, wenn Loghain sagt, der hat seine Arbeit nicht gemacht, sagen die Krähen, okay, Severin, das war's mit dir. Was ist mit mir und mit euch? Ist mir doch egal. Okay, warum erzählt ihr mir das alles? Warum nicht? Fürs Schweigen hat mich keiner bezahlt. Verdammt. Ich habe es allerdings auch nicht direkt zum Verkauf angeboten. Ach, ist das zum Verkauf anzubieten, das Schweigen? Ich nehm's sofort, danke. Seid ihr nicht wenigstens eurem Arbeitgeber verpflichtet? Wurdet ihr etwa bezahlt, mir das Ohrwund zu reden? Nee, Arbeitgeberverpflichtung. Loyalität ist ein interessantes Konzept. Wir können nach dem Verhör gerne im Detail darüber sprechen. Also seine Loyalität scheint nicht gut bestellt zu sein, sagen wir es mal so. Ich höre, aber fasst euch kurz. Es ist ganz einfach. Ich habe euch nicht getötet. Damit ist mein Leben verwirkt. Ende. Wenn ihr mich nicht beseitigt, machen es die Krähen. Aber ich lebe gerne. Und ihr hättet den Krähen etwas entgegenzusetzen. Also lasst mich ab jetzt euch dienen. Ich mache da erstmal eine Aufnahmepause. So kann ich nicht weiter aufnehmen. Es tut mir echt leid. Wäre eure Loyalität mir gegenüber denn ähnlich tiefgreifend? Doch, das ist eine interessante Frage. Und was sollte euch daran hindern, euren Auftrag später zu vollenden? Ihr müsst mich für überaus dumm halten. Ja, was wollt ihr dafür haben? Dafür bezahle ich ihn noch nicht. Okay, wäre eure Loyalität mir gegenüber denn ähnlich tiefgreifend? Ich bin von Natur aus sehr loyal.
Das lässt nur dann nach, wenn jemand erwartet, dass ich wegen eines einfachen Misserfolgs gleich sterbe. Das ist doch kein Fehler, oder? Außer ihr wärt der Typ, der solche Dinge ähnlich handhabt. In diesem Fall hätte ich mir wohl gerade einen Bärendienst erwiesen. Was sollte euch daran hindern, euren Auftrag später zu vollenden? Um ehrlich zu sein, meine Zugehörigkeit zu den Krähen war nicht gerade selbst gewählt. Sie haben mich als Kind auf dem Sklavenmarkt gekauft. Ich habe ihnen meinen Kaufpreis bestimmt 10-fach vergolten. Aber der einzige Ausweg ist jemand, mit dem sie nicht fertig werden. Selbst wenn ich euch noch töten würde, würden sie mich schon deshalb umbringen, weil ich beim ersten Versuch gescheitert bin. Da wage ich doch lieber mein Glück mit euch. Wow, das klingt jetzt aber wahnsinnig. Werden sie euch nicht nachstellen? Natürlich, wenn wir den an der Backe haben, haben wir wahrscheinlich auch die Krähen an der Backe. Aber die werden wir sowieso jetzt als Feinde haben. Okay. Ja, wir fragen erstmal, werden sie euch nicht nachstellen? Möglich wäre es, aber ich kenne ihre Methoden und kann mich schützen. Und euch auch. Nicht, dass ihr das nötig hättet. Und falls nicht, viele Möglichkeiten habe ich ja ohnehin nicht, oder? Aber wir hätten eine Möglichkeit. Jetzt frage ich mal, warum mich seine Dienste interessieren sollten. Warum? Weil ich viele Fähigkeiten habe. Vom Kämpfen übers Schleichen bis zum Schlossknacken. Außerdem könnte ich euch warnen, falls die Krähen von Antiva einen größeren Angriff versuchen sollten. Nach meinem Scheitern. Ich kann auch einfach nur herumstehen und gut aussehen, wenn euch das lieber ist. Oder unerwünschte Verehrer loswerden. Nein? Ich hätte gern mein Bett vorgewärmt, unbedingt. Bevor oder nachdem ihr mir den Dolch in den Rücken rammt. Oh, schön. Nein. Wenn ich jetzt Nein sage, dann meint er, er soll keine unerwünschten Verehrer loswerden. Hä? Irgendwie ist das merkwürdig, wenn ich jetzt Nein sage. Ganz ehrlich, bevor oder nachdem ihr mir den Dolch in den Rücken rammt. Bei solchen Bemerkungen werden die Männer bei euch zu Hause sicher völlig wild. Also, was soll's sein? Ich poliere sogar Rüstungen. Ein besseres Angebot werdet ihr so schnell nicht finden. Was wollt ihr dafür haben, ganz ehrlich? Das frage ich ihn nicht, ich werde ihn nicht dafür bezahlen. Nein, ich lehne euer Angebot ab, ihr müsst mich für was dumm halten. Wäre das interessant, ihr müsst mich für überaus dumm halten? Ach, ich denke mal, das ist einfach nur eine gewisse Söldnerseele. Und man darf nicht vergessen, wenn er tatsächlich als Kind auf dem Sklavenmarkt gekauft wurde und dann zu einer Krähe ausgebildet wurde, dann hast du nicht viele Möglichkeiten und bist natürlich auch dadurch geprägt. Also darf ich nicht zu sehr verurteilen. Ach komm. Was? Ihr wollt den Meuchelmörder mitnehmen? Haltet ihr das wirklich für eine gute Idee? Oh, Alistair. Wenn ihr ihn töten wollt, Alistair, dann bitte. Ich glaube, das würde Alistair nicht machen. Wir nehmen ihn mit, weil ich es sage. Ende der Diskussion. Ihr seid auch hier, oder nicht? Die Verstoßene mitzunehmen ist anscheinend meine Aufgabe. Oh, nein. Wir überreden ihn. Keine Sorge. Er könnte sich jetzt nützlich erweisen. Ebenso nützlich wie ein kleiner Schlag auf euren Kopf. Aber trotzdem laufe ich nicht herum und suche jemanden, der das übernimmt. Willkommen, Zephren. Eine Krähe aus Antiva dabei zu haben, hört sich nach einem guten Plan an. Oh? Gehört ihr zu meinen künftigen Gefährten? Ich wusste gar nicht, welch Liebreiz in Abenteurerkreisen anzutreffen ist. Vielleicht auch nicht. Ich schwöre euch hiermit unbedingte Loyalität, bis es euch gefällt, mich davon zu entbinden. Ich bin euer Mann, ohne Einschränkungen. Das schwöre ich. Tja, ich weiß nur nicht, was das zu bedeuten hat. Huch! Nein, keine Diskussion. Severin bleibt da. Ich nehme die Gruppe, die ich jetzt hatte, und dann ist gut. Oh, Alistair ist dagegen minus 10. Liliana stimmt dagegen etwas zu. Alistair. Ich glaube, ich muss mich noch mal im Lager mit Alistair unterhalten. Das geht ja gar nicht. So, Lyriumtrank nehmen wir natürlich alles mit. Jetzt sind wir wieder hier unten. Warte mal, da war noch eine Falle. Ja?
Liliana. Ach, sie weg? Die Falle ist weg. Okay. Freunde der roten Jenny? Was? Niemand hat behauptet, die Aufgabe wäre leicht. Ihr habt zugesagt, in den Turm des Zirkels eindringen zu können. Und man hat euch geglaubt. Findet das kleine bemalte Kästchen im Arbeitszimmer des ersten Verzauberers Irving und bringt es, wie vereinbart, zu der markierten Tür in Denerim. Ah, das ist das, was wir gefunden haben. Oder ihr werdet in ganz Ferelden gejagt werden, Freunde der roten Jenny. Dort ist eine skizzierte Karte mit mehreren Türen. Das Kästchen muss draufgelegt werden, um die falschen Türen zu verdecken. Okay, was heißt das? Quest aktualisiert. Freunde der roten Jenny, du hast das kleine bemalte Kästchen in deinen Besitz gebracht, genau wie es die Freunde der roten Jenny wollten. Deine Belohnung, wie auch immer sie aussehen mag, erwartet dich im Marktviertel von Denerim. Das habe ich mal gemacht. In Denerim und dann habe ich das abgegeben und ich wusste gar nichts damit anzufangen. Man hat, glaube ich, dann mehrere Optionen, was man machen kann. Aber ich habe ja nie rausgefunden, dafür habe ich einfach Dragon Age nicht lang genug gespielt. Oder nicht spielen können, sagen wir es mal so. Da liegt noch ein Meuchelmörder. Jetzt haben sie für den Hinterhalt hier die Wagen hergeschafft und die armen Viecher hier umgebracht. Oh wow, das ist doch nicht wahr. So, haben die da oben noch irgendwas? Meuchelmörder, Wundumschlag. Nochmal Wundumschlag, sehr gut. Und da ist noch eine Elfenwurzel. Ne, eine Todeswurzel. Gut, dann reisen wir weiter. Wow, damit haben wir fast alles zunichte gemacht, was wir durch das Amulett von Alistairs Mutter gut gemacht haben. Naja, wir haben noch viel, viel Zeit. Und weiter geht's. Aber eigentlich erst in der nächsten Folge. Appieren. Stopp, 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 stopp. Ich muss hier eine Pause machen. Geht nicht anders. Ich sag bis hierhin erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch Lissi.